Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Mass Effect Andromeda im Singleplayer. So, damit auch alles mal verstehen, vielleicht zwischendurch. Ich nehme immer Etappen auf und natürlich grüße ich immer, wenn ich eine neue Aufnahme beginne. Ganz nochmal. Ich mache jetzt nicht alle 15 Minuten einen Cut und mache dann ein neues Moin Moin, weil schon mal jemand nachgefragt hatte. Also bitte nicht wundern, ne? Das Moin Moin zählt für immer. Immer wenn ihr reinschaut, Moin Moin, bloß ich sage es halt nicht, ne? So, wir sind stehen geblieben hier auf Kadara immer noch. Haben schon die Gewölbe freigeschaltet. Da oben ist die doofe Quest, die immer das Spiel zum Absturz bringt. Das machen wir nicht mehr. So, und hier haben wir eine Quest zum Abgeben. Und da hinten haben wir noch was. Ich glaube, wir gehen mal dahin. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ich glaube, wir haben noch nichts in der Nähe da gehabt, oder? Nee. Nee. Können wir ruhig von hier aus fahren. Wo ist denn unser Nomad? Wieso ist unser Nomad da oben? Kannst du... Kid, komm zu uns. Ah, nee, Nomad, komm zu uns. Ah, naja, gut. Naja, fast. So. Ab die Post hier. Wow. So. Hier konnten wir leider noch nicht das Ding rufen. Wir können es nochmal testen. Ich vermute mal, wir müssen erst noch mit dem Dings das machen. Ja, ja. Wir müssen erst noch mit dieser doofen Chefin das erklären. Jo, übertreibt man nicht so. So, was ein schöner Planet hier. Es dampft und schweift und wampft und mufft. Irgendwo landet doch hier was. Die Landen haben sich da drüben ganz schön was aufgebaut. Sie werden sich kaum freuen, uns zu sehen. Ey. Ich will hier nur dran vorbei, mehr nicht. So, bin ich überhaupt richtig? Tatsächlich bin ich. Irgendwie da oben soll was sein. Mal gucken, wie wir da hochkommen. Wir nähern uns dem Nachtpunkt für das Waffenlager Pathfinder. Hoffentlich ist es die Credits wert. Ich glaube, Thracia hat uns in eine Falle gelockt. Das war ja sowas von klar. Warum auch immer die sich da hinten verstecken, ich weiß es nicht so genau. Aber gut, lassen wir sie mal. So, wo waren die anderen? Oh, da schon viele hier, wa? Der ist weg. Ey! Boah! Hier ab, ey. Kann ich auch. Ach, koordinieren hier, wisst ihr? Ah, nach hier, zeig dich. Easy. Es ist voll. Ich hatte wegen des Hinterhalts als eigentlich damit gerechnet, dass das Ganze ein Betrug war. Wir sollten die Turianerin damit konfrontieren, eine Erklärung verlangen.
Ja, unbedingt. Ganz tolle Idee ist mal wieder. Voll nicht. So, holen wir uns das Mineral da nochmal. Und dann können wir zurück und da konfrontieren und so. Ja, schießt ihr mal auf mich. Oh, das gefällt mir gar nicht. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Ab... Ein undokumentiertes Mineral wurde entdeckt, Pathfinder. Ich weiß nicht, gegen die möchte ich nicht kämpfen. Möchte ich nicht. Möchte ich nicht. So, da ist der Punkt, wo wir hin sollen. Das ist die Frage. Von wo ist es am schnellsten wieder, ne? Eigentlich müsste das von dort aus sein. Wenn wir den Punkt dann... Schnellreise während des Kampfes deaktiviert. Welcher ist ein Kampf denn? Ach, gegen die. Und irgendwo soll da oben noch einer sein. Ganz toll. Na, können wir uns den Ort ja doch anschauen hier. Ach, guck mal. Das hätte ich gerade eben ganz vergessen mitzunehmen, ne? Da war ja auch noch ein Vorkommen eigentlich. Doof. Hallo? Ah, da. Reparaturdaten. Bäh. Soll hier nicht angeblich irgendwie was sein? Ah, das ist noch weiter hinten. Ne, dann, ne. Dann ist es, dann lassen wir es so. Also jetzt kann ich natürlich gucken wegen Schnellreise. Na komm. Schön aus der Luft da raus. Bam, bam, bam. So, ja, hier ist erschöpft, ich weiß. Da haben wir gut gearbeitet. Das Ding ist auch irgendwo da vorne. Ich habe hier schon wieder irgendwo was landen hören, da. Ich glaube, das war's. Hey, hey. Ah. Oh Mann. Ich weiß, dankeschön. Haben wir sie weggesnippt hier. Jetzt muss ich trotzdem mal vorsichtshalber hier mal eine anklicken, damit ich weiß, wo wir hin müssen überhaupt. Bin aber, wir müssen nämlich gleich sowieso schon hier hoch, am besten. Gucken wir mal. Hui. Da unten runter. Uah. Hallo. Wir sind's. Ich habe ihre Plünderer gefunden. Tot. Ein Koloss hat sie erwischt. Und die Turbinenteile? Zerstört.
nur noch Schrott. Naja, zumindest wird mein Gierantrieb nicht von einem verdammten Plünderer benutzt. Danke, Pathfinder. Gerne, auf Wiedersehen. Passen Sie auf sich auf. Ja. Mal gucken, ja, was die andere zu sagen hat, damit ihren Hinterhalt. So, du olle Hupe hier. Wegen dir hatten wir ganz schön Stress. Wieder zurück. Ja. Der Nachtpunkt war eine Falle. Eine Falle? War das Lager nicht dort? Doch, aber auch noch jede Menge Exilanten, die mich töten wollten. Ich bin für das Handeln meiner anderen Kunden nicht verantwortlich. Andere Kunden? Ich habe den Nachtpunkt mehrfach verkauft, möchte aber zur Verteidigung anführen, dass es unerwartet war, dass sie alle gleichzeitig dort auftauchen. Ich will meine Credits zurück. Tut mir leid, Schätzchen, Rückerstattung gibt's bei mir nicht. Außerdem haben sie doch ihre Waffen bekommen. Aber ich mag keine unzufriedenen Kunden. Ich gebe ihnen einen Rabatt für ihre Unannehmlichkeiten. Das ist mehr als fair. Tja. Ein Rabatt. Zünne. Du kannst es nicken hier. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir gucken, dass wir wieder zum Fahrstuhl kommen. Und dann mit dem Fahrstuhl hochfahren. Und so die Sachen regeln. Wir müssen gleich noch mit dem Doktorchen reden und so, ne? Da kriegen wir hin. Ja, der Nomad ist einsatzbereit. Wir sind auch einsatzbereit. Alle sind einsatzbereit. Hallo Direktor. So. Oh, das ist eine neue Quest. Wieso ist da jetzt eine neue Quest? Oh, darum. Tor links. Hallo? Oh. Meine Haut brennt. Das geht vorbei. Hallo, wie mit dir reden? Darf ich mal? Hallo? Was? Schluss mit dem Theater. Dr. Ferrand hat mir alles erzählt. Irina ist keine Ärztin. Sie gehört zu Sloane's Dealern. Was für eine Geschichte hat sie ihnen aufgetischt? Dass sie Oblivion gemeinsam entwickelt haben und dass es von Anfang an als Droge gedacht war. Sie haben ihren Worten mehr Glauben geschenkt als mein. Sie war äußerst überzeugt. Mehr als ich, wie es scheint. Inzwischen hat Irina die Formel längst an einen sicheren Ort gebracht. Tja. Wir werden sie nie wiederfinden. Sloane hätte sie getötet, wenn ich die Formel mitgenommen hätte. Das Risiko konnte ich nicht eingehen. Sloane bringt ihre eigenen Leute nicht um. So viel Anstand hat sie zumindest noch. Ich hätte sie nie um Hilfe bitten sollen. Gehen Sie einfach. Wir haben da vorne noch diese dumme Quest. Das kann eigentlich nur in der Bude drin sein. Denke ich mal. Behaupte ich jetzt mal so. Frei raus. In der Disco, Disco, Body, Body, Disco, Disco, Body, Body. Mensch, hier ist aber ganz schön vernebelt. Da ist ein Strahl. Wie kriegt die Quest? Ryder, perfektes Timing. Das erspart mir die Mühe, nach ihm zu suchen. Nee. Stimmt irgendwas nicht? Gab es noch weitere Morde? Nein, es ist nichts derart Morbides. Es geht eher um einen persönlichen Gefallen. Eine geschäftliche Konkurrentin, Sia Cordia, hat Fracht gestohlen, die ich für einen Kunden befördert hatte. Und ich soll Ihnen helfen, sie wieder zu beschaffen. Genau.